Und damit herzlich willkommen zurück an Deck bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. Oh, gehen wir direkt als erstes mal wieder an Deck und setzen die Segel wieder Richtung Tortuga, ne? Damit wir unseren Auftrag hoffentlich erfolgreich abgeben können. Bin mal gespannt, wie sich unser Nahkämpfer jetzt ein bisschen bemerkbar macht. I see a pennant. 5 Schiffe. Oh, den negieren wir mal schnell, da habe ich nämlich gerade keine Lust drauf. Hinter uns kommt ein Sturm, wie wir sehen, ne? Da will ich eigentlich ungern reinsegeln in den Sturm. Guck mal, wir können den irgendwie ein bisschen umgehen. Oh, wird knapp, ne? 2. Er zieht unter uns vorbei. Ah, Wind hat gedreht. Sehr gut. Manchmal muss man nur ein bisschen meckern, ne? Anscheinend. Manchmal muss man nur ein bisschen meckern. Bin ich mal gespannt, was wir für den nächsten Auftrag jetzt vom Vizekönig kriegen. Ja, bin ich mal echt gespannt. Was der Bursche so für uns hat. Gehen wir mal direkt als erstes hin, ne? So, berichten wir mal von der politischen Intrige, ne? Dass wir im Knast gelandet sind. Power in all the Caribbean, and that's because our state values its military captains and pays well for their work. So, dann gucken wir mal. Wir müssten über eine Sache sprechen. So, was braucht ihr? Ja, ich sehe, dass wir beschäftigt sind. Wir können das mal reden. Ja. Was? Moment. Irgendwas übersehen? Goldflotte haben wir noch. Rübesand hat mich belohnt und jetzt kann ich mich beruhigt nach Tortuga begeben. Okay. Our fleet is the greatest power in all the Caribbean. And that's because our state values its military captains and pays well for their work. Nur weiter, ich bin ganz Ohr. Ich bin hier in einer Angelegenheit, die ihre Mission direkt betrifft. So, also gut, Kapitän. Was haben Sie für uns? Ich muss Ihnen mitteilen, Monsieur de Orgeron, dass ich mich ziemlich in einer ziemlichen Klemme befinde. Was ist passiert? Oh, Monsieur, am besten alles der Reihe nach. Zuerst wurde ich ins Gefängnis geworfen und man wollte mich hängen, aber ich wurde am nächsten Morgen wieder freigelassen. Was haben Sie getan, dass man Sie hängen wollte? Sie waren meine Ordonnanz. Sie dachten, ich sei ein Kundschafter der Banditen, die davon leben, holländische Schiffe vor Curaçao zu überfallen. Letzten Endes fand ich die betreffende Bande und machte dem Spuk ein Ende. Es stellte sich heraus, dass es spanische Freibeuter waren. Was denken Sie? Spanische Freibeuter? Haha, das hört sich sehr überzeugend an. Es ist gut, dass Sie selbst in Willemstad nachsehen konnten. Ich bin froh, dass ich meine Befehle einem so sorgfältigen Filibuster anvertraut habe. Ich wage nicht, Sie länger aufzuhalten. Ruhen Sie sich aus, aber ich bitte Sie, in 1 oder 2 Wochen in meiner Residenz vorbeizuschauen. Ich habe dann mehr Arbeit für Sie. In 1 oder 2 Wochen, Alter. Ernsthaft, jetzt müssen wir so lange warten? Ausgezeichnet, Monseigneur Generalgouverneur. Ich werde sicherlich wiederkommen. Wir haben keine Belohnung dafür gekriegt? So, ich bitte um Beförderung. Was? Es freut mich, Sie zu informieren, Mademoiselle. Ihre Bitte um Beförderung wurde im Kanzleramt unterschrieben. Seine Majestät Ludwig der 14. Sie erhalten den Titel Kommandeur der Flotte Frankreichs. Ja, très chic. Vielen Dank. Ich verspreche, ich erfülle weiter meinen Dienst für die französische Krone. Ja, nice. Cool. Das freut mich doch mal sehr. Kommandeur der französischen Flotte. Cool. Endlich hat sich unsere harte Arbeit mal ausgezahlt hier, ne? So, einen Punkt haben wir auch dazu bekommen. Ich wollte direkt mal gucken, wofür wir den verwenden. Allzu viel bleibt ja jetzt eigentlich nicht mehr. Wir könnten theoretisch hier verbräuchten wir das alles.
Das haben wir auch noch nicht. Höchstgeschwindigkeit des Schiffs steigt um 15%. Höchstgeschwindigkeit. Manövrierfähigkeit. Sturmschäden sinken um 30%. Wäre auch nicht so schlecht, ne? Er hat alles nicht so dolle schlecht, ne? Da müssen wir jetzt alles andere für freischalten. Ich muss gestehen, ich würde eigentlich erstmal gerne auf Handel gehen, denn wir haben ja noch die Möglichkeit, bei Charakter hier ganz unten das letzte freizuschalten, ne? Schwiegermamas Liebling. Da würde ich eigentlich ganz gerne hin. Dafür verbrauchen wir fortgeschrittener Handel. Dann nehmen wir erstmal den Handel mit, würde ich sagen. 10% Rabatt auf alle Waren im Laden. Machen wir mal. Gucken wir mal, dass wir bei Gelegenheit wieder einen weiteren Punkt kriegen. Das wäre echt cool. So, und er hätte einen persönlichen Punkt. Was haben wir da so? Muskelprotz, Alleskönner. Position von 3 Offizieren gleichzeitig einnehmen. Oh. Multitasking. Das ist ja nicht schlecht. Das ist unser Bootsmann im Moment, ne? Er wäre also eigentlich auch gut als Mediziner wahrscheinlich. Können wir mal gucken, ob er bei Medizin ein paar Punkte hat. Ja, Sanitäter könnte auch gleichzeitig sein. Loyalität ist halt auch perfekt. Hello, dann würde ich fast sagen, wir gucken mal, dass wir den auch noch bei Doktor einsetzen, ne? So, dann kann der gleich 2 Sachen ausüben. Das ist ziemlich cool. Das negiert so ein bisschen unser Problem, was wir momentan haben mit den fehlenden Besatzungsmitgliedern oder mit den fehlenden Offizieren, ne? Das gefällt mir echt gut. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir auch noch andere Offiziere so weit kriegen würden, ne? So, Loyalität, sehr gut. Er wäre gut im Reparieren. Reparatur und Handel ist er gut. Gehen wir in den Skillpunkt mal, was soll's. So, und was anderes haben die im Moment noch nicht. Okay. So, haben wir noch irgendwie was? So, ich bin hier in einer Angelegenheit, die eure Mission direkt betrifft. Im Moment habe ich keine wichtigen Aufgaben für sie. Okay. So, dann gucken wir bei ihm nochmal. Soweit ich weiß, haben sie bereits eine Mission vom Gouverneur Fortefonds Festung. Even in the darkest alleys, on the blackest of nights, you can walk without fear of being attacked from behind. Wir haben einen Auftrag von Fortefonds Festung? Habe ich da irgendwas übersehen? Im Auftrag des Gouverneurs. Oh. Oh, das haben wir, glaube ich, übersehen. Hoppala. Ist nie passiert. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen übersehen. So, was haben wir noch Schönes? Porträt von der Frauen. Port-au-Prince. Hier wird es halt schon schwierig. Das ist so lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Schiff hieß. Ne? Da wir hier einen Script-Fehler drin haben. Ja, sieht man. Wer sich ein bisschen mit Programmierung auskennt, der sieht schon, woran es liegt. Ne? Ja.
die hier eingefügt werden müsste, durch das kleine S hat es natürlich die Variable zerschossen. Ist natürlich nicht so clever. Da war wahrscheinlich der Azubi wieder dabei, den Code zu editieren hier, ne? So, Bettler brauchen wir auch nicht. Hier könnten wir nochmal gucken. Bluebird. Können wir ja nochmal durchgehen, ne? Der Besitzer des Ladens in Port-au-Prince ist ein Typ namens Alim Baudry und hat mich gebeten, eine flüchtige Schneebecke, die Bluebird, zu finden und zu zerstören. Das Problem ist, dass der Kapitän dieses besonderen Schiffes ständig örtliche Handelsschiffe ausplündert, die dem Ladenbesitzer selbst gehören. Im Grunde sind also die Gewinne dieses Händlers unter der Wasserlinie gesunken. Im Verlauf des Gesprächs habe ich ein sehr wichtiges Detail dieses Falls angesprochen. Interessanterweise hat von allen Händlern in der Karibik nur einer das unglaubliche Glück, die Bluebird noch nie getroffen zu haben. Der Name dieses Glücksblitz ist Pascal Vouzy, ein Ladenbesitzer aus Bermuda. Seine Händlerkollegen halten ihn für einen Heiligen, weil er alle finanziell unterstützt. Ich glaube zwar an Glück, aber Vouzys unglaubliches Los kommt mir komisch vor. Ich werde mir das alles mal vor Ort anschauen. Also auf Bermuda. Okay. Das müsste der Piratenhafen sein, ne? Dann können wir nämlich sagen, dass wir uns erstmal auf den Weg nach Bermuda machen. So, dann speichern wir hier nochmal. Dann machen wir uns doch mal Richtung Pirateninsel auf. Lebensmittel sieht im Moment nämlich ganz gut aus. So, ja, setzen wir mal Segel. Wind kommt jetzt auch nicht so dolle schlecht. Müssen wir mal gucken, wie wir den Kurs setzen müssen, ne? Gucken wir mal kurz bei Karten. So, wir sind jetzt hier. Wir müssten an den Turks vorbeisegeln und müssen hier hin. Pirate Settlement, ne? Piratensiedlung. Also mehr oder weniger eigentlich bloß gerade Linie weiterfahren, ne? Was mich halt ein bisschen interessiert, was sich hier oben bei den Turks irgendwie versteckt, ne? Hier ist keine Siedlung, aber ist auch sonst irgendwie nichts weiter. Würde mich halt mal interessieren. Oh, Patrouille. Hier Schiffe. Die gieren wir mal. Habe ich gerade kein Interesse dran, mich mit kleinen Vieh anzulegen hier, ne? Unter unserer Würde. Ha? Bin mal gespannt. Das erste Mal, dass wir hier die Piratensiedlung ansteuern. Oben waren wir halt noch gar nicht, ne? Komplett neues Territorium, wo wir gerade uns hinbewegen. 190.000 monatliche Heuer. Puh, ist auch schon ganz schön viel, ne? Was ist denn der Nachteil? So groß wie unsere Flotte mittlerweile auch ist, so teuer ist er halt auch, ne? Wir sind also wirklich gezwungen. Hey, Schiffer. Die gehen wir auch mal schnell. Bin ich nicht gewillt, mich da gerade mit rumzuärgern. Oh. I see a pennant. Frage ist, wie kommen wir da rein? Sehr interessant. Wie kommt man hier in die Stadt rein? We've got company, Captain. Können die mich mal in Ruhe lassen? Oh, da kommt irgendwas Großes, ne? We've got company, Captain. Militärtrupp. 5 Schiffe. Ui. Das ist mal was Größeres. Kommen anscheinend bloß über die Art und Weise rüber, ne? Oh, die sind schon in der Nähe, ne? Die sind schon in der Nähe, die Schiffe. Und das scheint auch irgendwas Größeres zu sein. Sieht mir jetzt nicht nach kleinen Booten aus, irgendwie. Können wir mal gucken, ob wir das in Sichtlinie kriegen. Was da so angeschippert kommt. Linienschiff. Oh.
Das ist wirklich mal ein bisschen was Größeres. Schiff. Das andere für Schiffe? Wäre Galeone? Wäre Galeone? Und jetzt wüsste, was man nicht weiß, ne? Problem ist, unsere Schiffe kommen anscheinend nicht hinterher. Wir werden gerade ganz schön zusammengeschossen. Bisschen uncool gerade. Und das da hinten für ein Schiff. Noch ein Linienschiff. Zwei Linienschiffe. Ich habe ein bisschen die große Befürchtung, dass unsere Schiffe da nicht durchkommen werden, ne? Alter, wie soll man hier durchkommen? Das ist jetzt ein bisschen die große Frage. Wie kommen wir überhaupt in den Hafen rein? Hm. Also man könnte es theoretisch hier versuchen, aber... irgendwie alles ein bisschen dolle eng aus hier, ne? Ich hoffe mal nicht, dass wir hier irgendwo hier unten auf Grund laufen. Oh, 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 oh. Uns leicht ein bisschen vermanövriert hier gerade. Machen wir mal vorsichtig ein bisschen langsamer rein hier. Natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass unsere Begleitschiffe nicht hinterherkommen. Die werden dezent gerade ein bisschen zusammengeschossen da hinten. Hm. Können wir hier vielleicht schon zum Hafen segeln? Kommen wir da schon ran? Das sieht aus, als ob das drei... Nee, doch, zwei schwere Galeone und zwei Linienschiffe. Ah, können wir noch nicht hinsegeln, sehe ich gerade. Alter, unsere Lavu kriegt ganz schön was ab gerade an Schaden. Unsere Lavu ist fast abgesoffen. Problem ist, die rammt halt auch die ganze Zeit den Hafen da irgendwie, ne? Oder beziehungsweise die rammt die ganze Zeit die Küste anscheinend. So cool. Aber wo ist denn hier überhaupt der Piratenhafen? Ich liege hier gerade so feuchtfröhlich rein. Ah, wir wissen alle, aber wir könnten vorne an der Ecke da anscheinend einfach durchsegeln. Die Lavu sieht gar nicht gut aus. Die Lavu sieht leider gar nicht gut aus. Ich glaube, das werden wir nochmal laden müssen. Und dann ohne die gegnerische Flotte hier reinsegeln. Machen wir mal. Wir laden mal nochmal neu. Die Lavu, die ist mir schon zu beschädigt. Da habe ich jetzt... Bedenken, dass die uns absäuft, wenn wir da versuchen, den Hafen reinzusegeln. Ist ein bisschen uncool. Das möchte ich ungern haben gerade. Ist mir nicht geheuer. Wie gesagt, wenn die nämlich, man weiß nicht, wie die KI mit den Riffen da klarkommt, wenn die natürlich überall gegen die Felsen fahren, ne, kriegen die Schiffe auch da nochmal Schaden. Wenn die dann durch den Beschuss durch die spanischen Linienschiffe schon so weit runtergeschossen ist, dann laufen wir Gefahr, dass die Lavu einfach mal absäuft.
Da habe ich dezent keine Lust drauf. Was ist hier für ein Schiff? Ja, gar nicht neugierig, aber das würde ich gerne wissen. Hätten wir den Kurs bei. I see a pennant. Militärtrupp. Wir gucken einfach mal rein. Die werden wir nicht angreifen, aber gucken mal rein. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das erste Mal, dass wir Manowar zu Gesicht kriegen. Kriegssegler heißt das Ding hier. Aha. Kriegssegler. Torrington. Natürlich ein ganz schönes Monster, ne? Das ist natürlich ein ganz schönes Monster. Natürlich mega ärgerlich, ne? Eine Dreierflotte und die Schiffe könnten wir sehr einfach kapern, weil halt nur zwei Fregatten als Begleitung dabei sind. Problem ist, wenn wir die jetzt angreifen. Wir haben ja Frieden mit England, ne? Das heißt, die dürfen wir eigentlich gar nicht attackieren. Ich hoffe mal, wir sehen so ein Ding nochmal wieder. Aber das ist, zumindest ist es das erste Mal, dass wir so ein Schiff überhaupt mal zu Gesicht kriegen, ne? Hat auch schon mal viel wert. Mal ganz kurz den Tag ab und gucken hier mal rein. So, Militärtrupp. 5 Schiffe unter spanischer Flagge und 1 Schiff unter britischer. Segeln wir erstmal weiter. Wir hätten zwar auch Kurs halten können, aber da wir momentan erstmal hier zu der Insel wollen, glaube ich nicht so praktisch. Wollen wir mal jetzt mal gucken. Natürlich jetzt ungünstig, dass der Wind jetzt gerade so schlecht kommt, ne? Das heißt, die müssen wir von der anderen Seite versuchen. Dann müssen wir es von der anderen Seite versuchen. I see a pennant. 6 Schiffe. Sechs Schiffe nicht mit mir. Ein Riesenkonvoi. We've got company, Captain. Strafexpedition. 3 Schiffe unter spanischer Flagge. Strafexpedition ist eigentlich immer. Oh. Alter, sind wir hier gerade gesegelt? Aber ein bisschen ungünstig. Oh, was sind das für Schiffe? Man das irgendwie sehen? Der da hinten. Korvette. Kriegsschiff. Korvette und ein Kriegsschiff, wie es aussieht, ne? We've got company, Captain. Ah, verdammt. Eins unserer Schiffe wieder in Reichweite, ne? Kommen wir hier wieder nicht raus. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht können wir trotzdem versuchen, hier irgendwie schon mal durchzusegeln, ne? Was aussieht, scheinen die Spanier kehrt zu machen. Hoffe ich zumindest. Schiff San Lucas. 2 Kriegsschiffe. Das ist immer ein bisschen ungünstig irgendwie, ne? Von der Zeit her. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle hier schon mal Pause. Denn ihr seht schon, mit dem Wind, den wir hier gerade kriegen, wird das schwierig. Das wird eine Weile dauern, bis wir hier in den Hafen reingesegelt sind. Daher machen wir hier mal schon mal den Cut.
Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann hoffentlich den Piratenhafen mal aus der Nähe an. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sea Dogs City of Abandoned Ships. Bis dahin bleibt mir schon gesund, drin gehauen und ciao, ciao.